Wenn du bei diesem Witz lachst, ist dein Humor im Arsch. Eine Frau betrügt ihren Mann nach Jahren einer glücklichen Ehe. Als sie ihren Fehler erkennt und ihr Mann kurz davor ist, ihre Affäre zu entdecken, beginnt sie zu Gott zu beten. Lieber Gott, ich weiß, dass ich etwas Schlimmes getan habe. Aber meine Ehe ist das Einzige, was mich glücklich macht. Bitte lass es meinen Mann nicht herausfinden, fleht sie. Sie hört eine Stimme von oben. Nun gut, mein Kind, so soll es sein. Aber die einzige Bedingung ist, dass du in einigen Jahren durch Ertrinken ins Gras beißen wirst. Die Frau stimmt zu. Die nächsten Jahre ihres Lebens werden wunderbar. Sie gewinnt sogar im Lotto und gründet eine erfolgreiche Firma. Irgendwann vergisst sie dabei ihr Gespräch mit Gott und betrügt ihren Ehemann nochmal. Sie bucht einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Während ihrer Kreuzfahrt beginnt das Schiff zu sinken. In Erinnerung an ihren Glauben betet sie erneut zu Gott. Lieber Gott, du wirst doch nicht ein ganzes Schiff voller Menschen nur wegen mir ertrinken lassen, oder? Fleht sie. Sie hört wieder eine vertraute Stimme. Machst du Witze? Ich bin schon seit Jahren dabei, euch Fremdgeher zu sammeln. Ein Rentner bucht einen FKK-Urlaub, all inclusive. Er fiebert dem Urlaub entgegen und ist schon ganz nervös. Endlich ist es soweit und es geht los. Schon beim Betreten der Hotelhalle haut es ihn von den Socken. Alle Gäste und auch die Hotelangestellten laufen völlig nackt durch die Gegend. Ein junges, nacktes Mädchen bringt ihn auf sein Zimmer. Sie wünscht ihm einen schönen Aufenthalt, erinnert ihn daran, dass er alle Annehmlichkeiten des Hotels nutzen könne, sofern auch er nackt sei. Sofort begibt er sich nackend an den Pool und sieht all die schönen Mädchen. Nun regt sich sein bestes Stück, woraufhin sich eine Dame sofort von ihrer Liege erhebt und ihn anspricht. Sie haben gerufen? Er ist ganz verdutzt und weiß gar nicht, was er sagen soll. Nun, sagt sie, Ihre Erektion bedeutet bei uns, dass Sie Sex haben wollen. Möchten Sie mit mir aufs Zimmer gehen? Das geht ja gut los, denkt er, und verbringt eine herrliche Stunde auf dem Zimmer, während er sich von seiner Erschöpfung erholt, denkt er. Ein kurzer Saunagang wäre jetzt nicht schlecht, und so macht er sich auf den Weg. Die Sauna ist vollkommen leer. Klasse, denkt er, alles für mich alleine, da kann ich mich richtig entspannen. Als er so eine Weile liegt und immer noch niemand dazugekommen ist, lässt er erstmal ordentlich einen fahren. Sofort geht die Tür auf und ein großer, schwarzer Mann kommt herein. Sie haben gerufen? Der Alte ist wieder ganz verdattert. Furzen ist bei uns das Zeichen, dass Sie es einmal richtig von hinten besorgt haben möchten, sagt der Schwarze und vernascht den Alten sofort. Am nächsten Morgen steht der Alte angezogen und mit gepacktem Koffer in der Hotelhalle. Ich möchte abreisen, sagt er zu dem Mädel an der Rezeption. Aber warum denn? Fragt sie. Sie haben doch eine ganze Woche All-Inclusive gebucht. Daraufhin sagt der Rentner. Wissen Sie, junges Mädel, ich bin in einem Alter, wo ich nur einmal in der Woche einen Ständer bekomme, aber 10-mal am Tag furzen.